So, dann Reg. Mensch, was ist denn jetzt los? Rede ich mal mit Joker, was der ihm so zu sagen hat. Hey, Commander! Hallo. Bitte achten Sie beim nächsten Mal darauf, dass wir nicht mitten in einer Kolonie mit Mutanten-Zombies landen. Nur so am Rande erwähnt. Ich muss gehen. Bis dann. Hat nicht so viel zu sagen, der Bruder. So. Da. Diara Tosini Artemis Tau Cluster. Das ist ein Name. Kommt doch kein Mensch mit. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ich nehme sie im Kommunikationsraum an. Leute. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Und weiter? Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer Sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen Sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Es wäre cool, wenn die mich Ingo nennen würden. ach ja. Tschüss, Ferros. Da ist irgendwann ja leer was aus. Na, dann gehen wir nach Burmeier. Hier sieht's ja aus. Hock. Ja. Gibt es davon eigentlich nur eins oder gibt es da mehr? Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Genau, Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Sind die bescheuert? Wie viele Todesopfer gibt es bisher? Bevor wir erkannten, was dort vor sich ging, wurden 17 Marines bei der Simulation getötet. Darum haben wir Sie kontaktiert. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Na gut. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär. Und jetzt ich hab doch gesagt, dass ich es mache.
Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Dankeschön. Oh, sieht doch schön aus da. Dann da gehe ich doch gerne hin. Tageslänge. 22,3 Erdtage. Krass. Ach, nehmen wir mit. Da wir es hier gegen Dings zu tun haben. Obwohl es so war es eigentlich. Ach, die hat vier Kampfsterne. Nehme ich die mal mit, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht so wirklich mag. Ist das ein Squad überprüfen? Achso. Ja. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das Salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Wow. Hallo, Marco. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Ja, du kennst ihn. So, der gebe ich jetzt mal erstmal eine bessere Waffe. Moment. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Jo, ciao. Antat. Ja, ist doch schön. Hör auf. Gut. Pistole, Schrotflinten, Sturmgewehr. Ah, die ist ja voll die Allrounderin. Dann gebe ich der mal eine. Ups. Genau, das wollte ich da geben. Gib mir mal das. Und. Das. Nehmen wir hier. Das. Moment. Pistole. Braucht ihr doch gar nicht. Letzte Absorption ist gut. Synthetische Ziele. Das hier sind ja synthetische Ziele. Ich glaube, das brauchen wir. Hallo Marco. So. Was sind denn hier unsere Gegner? Ach, da läuft ja was rum. Ha, cool. Wow. Die platzen ja förmlich. Das sind bestimmt auch nicht meine Gegner. Ich bin einfach nur übelst brutal und töte alles, was mir in den Weg kommt. Das sind tatsächlich nicht meine Gegner. Okay, ich lasse in Ruhe. Was soll das denn dastehen? Eine Quallenkrabbe? Nicht süß. Oh. War aus Versehen. Ah, geht Raketen. Schieß erstmal schön daneben. Das ist toll. Ja, ich sehe schon, wie ich wieder irgendwo runterfalle. Ich denke, ich muss ja gegen. Gegen irgendeine VI kämpfen, die angeblich ist. Warum treffe ich das Ding nicht? Mensch. Ha.
Flieg, kleine Rakete. Flieg an mir vorbei. Ja, ein wenig. Wo muss ich jetzt lang? Hallo? Steht hier hinten, ja. Sieht aber schon schick aus hier. Hier gefällt es mir. Hier muss ich Urlaub machen. Blockiert. Hat die Schild oder wegmachen? Das ist nämlich gerade sehr doof, dass mein Radar blockiert wird. Hoho. Den hab's gezeigt. Geh aus dem Weg, Krabbenvieh. Ups. Ich hab gesagt, geh aus dem Weg. Ja, so ein paar Raketen. Wo ist denn noch was? Hier oben irgendwas drauf ist.